Willkommen, willkommen zu meinem Ameisen-Videobericht Nummer 8. Hier sehe ich gerade, die Temperatur ist ein bisschen runtergegangen im Nest. Ich hatte vorhin das Fenster offen. Mit dem Videoberichten läuft es zurzeit auch eher schlecht wie recht. Weil ich habe jetzt, seitdem ich damit angefangen habe, glaube ich, 3 Königinnen auf dem Gewissen. Das hier ist jetzt die Nummer 4. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann glaube ich, schaut euch die älteren Videos an. Ich habe zu den meisten irgendwas erwähnt. Die letzte habe ich mit dem Reagenzglas hier ein 3D-Nest angeschlossen. Die war schon mit Brut und Arbeitern. Ich glaube, so 6 Arbeiter waren dabei. Und auf Anraten eines Kollegen, der das Video gesehen hat, habe ich dann das Reagenzglas wieder abgemacht und hier in der Arena platziert. In der Hoffnung, dass es ihnen hier besser gefällt. Habe aber scheinbar dann doch irgendwas falsch gemacht, weil gutes Monat nach der Anschaffung sind sie tot in der Arena gelegen. Die Königin am Anfang und die Arbeiter dann nach und nach. Daraufhin habe ich mir wieder eine Königin bestellt, diesmal mit mehr Arbeitern. Ich glaube, diesmal waren so 15 bis 20 Arbeiter dabei. Und habe statt dem Reagenzglas in der Arena, habe ich das hier am Tischstück angeschlossen. So wie man hier sieht da. Und wie man genau auch sieht, da ist es schon komplett leer, also sie sind umgezogen. Und haben ordentlich von hier aus Futter auch gleich mitgenommen. Machen wir mal einen kleinen Blick hier hinein. Werden sie wahrscheinlich sich gleich wieder richtig ärgern. Ja, sieht man gerade nicht so ganz gut auf dem Video. Ja, doch, ein bisschen flitzen sie rum. Sonst stelle ich ganz schnell mal um auf mit Licht. So, ja, jetzt haben wir Licht dazu. So sieht es zurzeit aus. Das mögen sie oder nicht, gar nicht. Ungefähr hier liegt meistens die Brut, da haben wir die Königin, überall die Arbeiter. Da hinten haben sie ja, das Futter gelagert. Der kleine Knubbel da ist vom Thermostat, wie ich es in der letzten Folge schon beschrieben habe. Und hier haben sie, glaube ich, sowas wie eine kleine Müllhalde. Hoffen wir mal, sie räumen mal später mal aus. Sie haben auch hier jetzt den Eingang in die Arena, haben sie komplett mit, ja, komplett mit Körnern und Erde zugemacht. Zum Glück habe ich hier auf der Seite ein kleines Belüftungsloch. Kontrollieren tue ich sie so meistens so alle 1 bis 2 Tage. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich den Deckel abnehme, sind sie, ja, erschrecken sich meistens, werden ziemlich unruhig. Was eigentlich schade ist, weil das Nest lädt eigentlich fast schon dazu ein, oder? Ständig zu beobachten. Temperatur selber habe ich meistens jetzt so bei 25, 26 Grad eingestellt. Sieht man eh schon, jetzt heizt sie wieder hoch, nachdem es kalt geworden ist. Und Ende November werde ich sie dann mal so in die Winterruhe schicken. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo in meinem Haus da ich einen guten Platz finde. Erstens, wo es ruhig ist und wo es von der Temperatur her einigermaßen passt. Noch einmal zur Grundausstattung von der Arena. Da hinten habe ich eine Wassertränke. Wird zurzeit kaum besucht, da sie das Nest dicht gemacht haben. Da habe ich eine Mücke. Hier vorne ist noch mal eine Futtermischung, die ich vom Händler selber bekommen habe. Die habe ich davor noch mal nur mit dem Mörser ein bisschen zerkleinert, dass sie die Ameisen schöner oder leichter fressen können. Hier habe ich einen Klecks Honig und da hinten, aha, hat sich aufgelöst. Ich glaube, das eine war so eine Art Traubenzucker oder so und das andere ist auch irgendwie so eine Art Zuckermischung oder irgendwas in der Art gewesen. So, das war jetzt Video Nummer 8. Wie immer höchst dilettantisch und stümperhaft produziert. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder vorbeischaut. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen verschnupft. Wahrscheinlich hört man das auch auf der Aufnahme. Aber kann ich nichts machen. Und ja, also dann, ciao.